Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Puraska Digilog. Nein, ich will nicht Boris Johnson Konkurrenz machen. Ich will heute über CV-Programmierung reden. Zum Haare raufen. Mehr nach der Intro. Hallo zusammen, ich bin der Serge. Ich habe meinen Schattenbahnhof jetzt soweit fertig angeschlossen. Und jetzt kommt es also tatsächlich zur Programmierung der CVs, weil ohne das geht es mit den Logs nicht. Ich zeige euch mal, wie weit ich jetzt gekommen bin. Der Gleisbesetztmelder oben rechts zeigt mir an, dass da jetzt eine Log kommt. Und die fährt jetzt in den Schattenbahnhof ein. Da ist sie auch schon und kommt jetzt in den Bremsbereich mit Rückmeldung. Dort ist sie. Und wenn alles geklappt hat, wird sie jetzt auch schön langsam abbremsen. Und dem ist auch so. Dann habe ich probehalber meine rote RE44 dahingestellt, Weiche wird umgestellt, Lok fährt los, geht aus dem Bremsbereich raus, das Rückmeldelicht geht auch aus und dann wollen wir testen, ob die Lok und der Waggon an den anderen Waggons vorbeikommt und siehe da, klappt. Bremsweg ist also lang genug und der Gleisbesetztmelder geht wieder an und sagt mir, da ist eine Lok. So, dann kommen wir jetzt also zur Programmierung der CVs. Ihr alle wisst bestimmt viel mehr darüber als ich, aber dennoch, es gehört dazu. Also steigen wir mal jetzt in die Materie ein. Wie ihr ja alle wisst, benutze ich die Märklin Mobile Station 2. Da gibt es Dinge, die man beeinflussen kann, ohne die CVs programmieren zu müssen, unter dem Menü Log bearbeiten, den Namen, die Adresse, das Log-Symbol. Dann kann man die Geschwindigkeiten einstellen, Maximalgeschwindigkeit, Mindestgeschwindigkeit, Anfahrgeschwindigkeit und Bremsgeschwindigkeit und zum Schluss auch die Fahrstufen, hier 126. Meine rote Lok, die ist noch nicht programmiert und die fährt mir jetzt munter über den Bremsbereich hinaus. Jetzt muss ich also herausfinden, zunächst einmal, welchen Decoder habe ich da installiert. Und da hilft mir das CV8 und da sehe ich, Wert ist 78. Nur, wer ist 78? Nun, es gibt verschiedene Websites, ich finde opendcc.de sehr hilfreich. Da kann ich runter scrollen und finde heraus, da gibt es die Hersteller-ID-Nummern. Da kann ich drauf gehen, eine Datenbank, die mir ja, viele IDs angibt. Und dann mache ich mal Ctrl F, wenn ich dann auf dieser Seite gelandet bin und die Datenbank aufgemacht habe. Und gebe ein 78 und dann schauen wir, was passiert. Jawohl. 78 gehört zu Train-O-Matic. Jetzt setze ich aber zunächst einmal meine AE66 auf Testgleis und dann schauen wir wieder, was für ein Decoder da drin ist. CV8, der Wert wird gelesen, 99 und 99 gehört zu, hier habe ich doch eine Gebrauchsanleitung, jawohl, die gehört zu Lenz. Prima. Natürlich kann man Name, Geschwindigkeit und so weiter alles über die CVs einstellen. Ich mache jetzt mal probehalber das CV5 für die Maximalgeschwindigkeit und dann schauen wir mal, was der Hersteller da eingegeben hat. Runtergehen auf CV5.
und dann den Wert herauslesen. 150 ist ein bisschen viel. Gehen wir runter, sagen wir mal, ja, auf 80. Einfach probehalber. Und dann Wert eingeben, das Ganze bestätigen und dann schauen wir mal, wie sich die Lok verhält. Ja, ist doch viel netter. Nicht mehr so der rasende Roland. Da kann ich natürlich immer noch weiter dran rumfummeln, werden wir dann später sehen. Jetzt möchte ich aber, dass die Lok im Bremsbereich anhält. Dafür muss ich ABC aktivieren und das geschieht im CV51. Bit 2 sagt ABC aktivieren. Im Moment ist es noch auf 0. Aber wie aktiviere ich Bit 2? Nun, jedes Bit hat einen Namen oder eine Adresse. Und zwar Bit 1 die 1, Bit 2 die 2, Bit 3 die 4. Dann geht es weiter 8, 16, 32, 64 bis 128 bei Bit 8. Wenn man das alles zusammenzählt, kommt man auf 255. Also brauche ich Bit 2 und zwar die Nummer 2, die Adresse 2. Also nehme ich meinen Controller und suche mir das CV51. Dann den Wert lesen und es ist 0. Gut. Also gebe ich jetzt die 2 ein. Das müsste jetzt mein ABC aktivieren. Mal sehen, ob die Lok das auch weiß. So, die Lok fährt an und nähert sich jetzt dem Bremsbereich. Ruckelt in den Bremsbereich ein und bremst sanft ab. Zur Bestätigung, die Geschwindigkeit ist da und die Lok steht. Hat geklappt. Jetzt ist der Bremsweg aber ein bisschen kurz geraten. Muss ich auf CV52 gehen und mal sehen, was da für ein Wert eingestellt ist und den gegebenenfalls verändern. CV52, Wert lesen, 50. Na gut, dann machen wir mal ein bisschen mehr. Gehen wir mal hoch auf 70. Und dann testen wir, wie die Lok darauf reagiert. Ich muss hier zu die Lok ausfahren lassen. Dafür stelle ich den Decoder quasi aus, damit er nicht mehr auf den Bremsbaustein reagiert, wieder ein und jetzt müsste der Decoder, reagieren und ja, bremst ab. Aber irgendwie noch nicht so ganz richtig. Da fehlt noch was. Und zwar muss ich im Bit 51 auch sagen, dass der Decoder auf den konstanten Bremsweg reagieren soll bei ABC-Technik. Also das ist Bit 1 mit der Nummer 1, wieder zurück, CV51, Wert lesen. Da habe ich ja jetzt schon die 2 für die Aktivierung. Also mache ich jetzt noch 1 dazu und 1 und 2 gibt 3. Jawohl, gut gemacht. Und dann schauen wir, ob das jetzt geholfen hat. Dann fahren wir los. Und die Lok nähert sich dem Bremsbereich, fährt jetzt ein und fährt und bremst ab. Sanft. Sehr schön. Na bitte, geht doch. Kein Grund, sich die Haare zu Berge stehen zu lassen. Aber ich habe noch ein Sorgenkind. Mein Lieblingskind, nämlich mein Gotthardo, der Trans-Europe-Express-Triebzug.
Schauen wir uns das mal schnell an. Hier dreht also mein Gotthardo seine Runden auf dem Testkreis. Ich habe keine Ahnung, was da für ein Decoder drin ist, weil ich habe den fertig digitalisiert gekauft. Jetzt muss ich also zurück und nachschauen, was da drin ist, weil jetzt muss ich es wissen, jetzt brauche ich es. Also, CV8, nachschauen, was für eine Nummer, was für eine ID steckt dahinter. Das ist 117. Wie ich herausgefunden habe auf OpenBCC, 117 steht für CT Electronic oder Electronics. Und die haben leider keine ABC-Technik. Jetzt muss ich also irgendwie rausfinden, wie kann ich den Zug im Schattenbahnhof zum Stehen bringen ohne ABC-Technik. Ja, und so kann ich jetzt meine Zeit damit verbringen, meine Loks zu programmieren und den Bremsweg auszutüfteln, damit alles gut funktioniert, wenn es dann irgendwann mal nicht mehr einsehbar ist. Damit sind wir beim Ende angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, die Experten unter euch werden ein Auge zudrücken und mir verzeihen, wenn nicht alles so hundertprozentig war. Aber vielleicht hat ja der eine oder andere auch etwas Nutzen ziehen können daraus. Das würde mich freuen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst oder einen netten Kommentar schreibt. Ich habe so viele wieder nette Kommentare von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Und natürlich diejenigen, die neu dabei sind, würde mich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Dann wisst ihr auch, wie es weitergeht. Das nächste Mal, habe ich schon 3 oder 4 Mal gesagt, das nächste Mal geht es jetzt in die Höhe. Heute sage ich es zum letzten Mal, weil jetzt ist es soweit. Jetzt bleibt mir gar nichts anderes mehr übrig. Jetzt geht es in die Höhe. Also, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt gesund.